Hey lol, wo bin ich? Hallo? Jonas, hallo. Finn! Schau Hi! mal, ich, Jonas, ich habe den Müller getötet. Schau mal. Hallo, ihr lieben Pilzfreunde, und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Ihr seht schon, wir sind hier irgendwo im Niemandsland, und zwar mitten in den Bergen, weil ich bin ja hin, weil ich heute kämpfen muss. Und zwar wurde unter den Kommentaren geschrieben, dass ich Jonas wiederbeleben kann, wenn ich einen Wither töte. Ich habe jetzt bestimmt 5 Stunden lang gefarmt, habe mir erstmal, ich laufe mal nicht so viel rum, und habe mir extrem viel zugelegt, wie auch ein Looting-Schwert und so weiter. Bin jetzt Full Dia und habe auch ein Dia-Schwert und so weiter. Alles drum und dran. So, ich würde eigentlich schon gleich mal beginnen mit dem Wither bauen. Ich glaube, den baut man so. Ich habe noch nie gegen den Wither gespielt. Ich weiß Gott. Alter, ich will das nicht machen. Ich will nicht, ich will nicht. Alter, oh, nicht, oh nein. Ich hab ein paar. Also ich hoffe, ich sterbe einfach nicht. Okay, was ist jetzt los? Okay, er lädt sich gerade noch auf. Ich warte, bis er volle Balken hat. Das wird er wahrscheinlich schon. Hä? Ah, da hinten ist er. Ich habe es auf einer freien Fläche gemacht, weil es einfach spannender ist. Oh, fuck, Alter. Hat der einfach jetzt keinen Bock auf mich oder was ist los mit dem? Anscheinend hat er keine. Hopp, jetzt komm! Komm, ich will einfach. Ich will den jetzt töten und ich will, dass Jonas wiederkommt, mehr nicht. Oh, ich mach den tatsächlich ganz okay, Schaden. Alter, fuck. Fuck, Mann! Mayday? Was? Alter! Als ob der einfach jeden Scheiß. Ich muss erstmal kurz echt grad weg. Alter, fuck, Mann. Was ist los mit dem? Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Okay, ich bin solo. Leute. Es war gut, dass ich einen Pickgold-Apfel habe. Ich habe noch nie gegen. Ich hätte es so safe machen können. Ich habe keine krasse Rüstung. Das. Als ob der mich durch sein Knockbacken. Alter. Ich mache ihm doch zu wenig Schaden. Er läuft immer so. Ich kann gerade echt nicht montieren, aber. Ich glaube, ich bin tot. Ich will einfach nur weg. Alter, der ist jetzt erst Half-Life. Okay, er kommt näher. Heißt, ich greife auf jeden Fall mit Schwert an, weil das Schwert macht mehr Schaden. Alter, aber ich glaube, es geht. Ich glaube, ich krieg ihn. Ich schaff's, oder? Hab ich ihn. Wo ist er? Ich hab das Bettabbaugeräusch. Er ist tot. Ich hab ihn getötet. Hey lol, wo bin ich? Hallo? Jonas, hallo. Finn! Schau mal, Hi! ich, Jonas, ich habe den Wither getötet. Schau mal, Oh, wie. Lol, du hast es da. ich habe Nethers da. Oh, wie geil. Aber den müssen wir wegwerfen. Nee, lass ihn aufhängen als Gedenken, dass du den getötet hast, damit ich wieder zurück kann. Okay, Lass aber den über den mein muss ich. Grab hängen, was. Ich muss ihn Als ob nicht du den wegwerfen. weggeworfen hast! Es ist Opfergabe. Es ist Okay, das ist Opfergabe. Opfergabe. Ja, Leute, Oh, ich bin wieder du zurück. lebst. Ich habe hier was für dich. Ja. Whee!
Nicht schon wieder überall. Oh nein! Och, fängt ja gut an, Mann. Warum hast du mich nicht totgelassen, ey? Nein, Spaß. Ich hab sogar noch einen Stack für dich, da. Und Knochen noch für dich, das... Oh, das, danke, also, danke. Das, oh, guck also, mal, Leute, wie nett Finn ist. Ich bin hier gleich wieder respawned und dann kriege ich hier so viel Geschenke. Danke, danke, danke. Wo bist du hin? Da oben. Ja, an den Knochen seht ihr, wie viele Wither man töten musste. Ja, das war extrem, ey. Also, ich hab Finn halt spectated so immer mal wieder, um zu gucken, was er so treibt. Weil ich einfach Langeweile hatte. Ja. Weil es auch 5 Stunden gedauert hat. Du halt einfach mal in die falsche Richtung, ne? Alter, der Wither ist einfach viel, viel krasser, als ich echt gedacht hatte. Ja, wir hätten das auch auf Full Pussy machen können, indem wir entweder irgendwie im Nether irgendwie genau. Also eine Taktik machen, ich weiß gar nicht genau wie, oder halt in der Höhle, nur wollten wir nicht. Genau, also... Oder ich wollte halt voll drauf. Er wollte halt spannend. Erster Kampf gegen Wither, deswegen hatte ich keine Ahnung, dass der so krass ist. Du bist ja echt fast draufgegangen. Wo gehst du hin? Ja, ja. Hin. Ich will nicht sterben, ich habe kein Equip. Ach, ich komm zurück, mein Hallo. Lieber. Ich komm zurück. Ich bin schon viel, viel weiter. Hä? Ich war einfach nur schneller als du. Ach so, lol. Lol. Ich lauf so zurück und denk mir so, alles klar. Hey, warum ist das so schnell? Da ist der Lahmarsch. Genau. Nee, ja, wir hätten halt echt im Wither den einfach in der Wand ersticken lassen können. Ah, okay. Oder in der Höhle halt einfach so wegsnipen. Aber ich habe Finn die Entscheidung gelassen und er hat gesagt, yo, komm, fürs Video machen wir es halt einfach mal richtig spannend. War halt auch echt knapp, er hat's halt echt fast mit einem halben Herz überlebt, nur. Boah, ja. Läuft, ne? Aber ich bin jetzt wieder hier zurück. Ja, wie machen wir es eigentlich jetzt? Wenn ich nochmal sterbe, ich wieder raus oder was geht jetzt? Die Frage ist, können wir dann nochmal wiederbeleben oder ist irgendwann auch Schluss? Genau. Schreibt das mal in die Kommentare, ob wir das jetzt unendlich lang machen. Also es wird kein unendlich Projekt machen. Das heißt, wir können eigentlich auch sagen, dass wir jetzt nicht mehr sterben dürfen. Und wenn wir sterben, ist das Projekt halt vorbei, weil es ist eh ein neues Projekt geplant, das können wir jetzt mal so kurz sagen. Anteasern so ein bisschen, genau. Anteasern, genau. Aber ich denke, falls wir können es ja eigentlich langweilig auch, ist, nee. Wir können es ja eigentlich auch als Nebenprojekt machen. Also hier das. So mein Haus. Was niemals verändert. Ja, die Frage ist, ich glaube, momentan gibt es auch nicht so viele Klicks, was ich irgendwie auch ein bisschen verstehen kann. Ja. Warum ich mir jetzt schon wieder Essen crafte, keine Ahnung, aus Gewohnheit. Ja, du hast doch 2 Stacks. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie baue ich jetzt Pumpkins ab und will mir gleich wieder Essen machen. Na gut, es wird bald ein neues Projekt kommen, was heißt bald, wir haben echt noch keine Ahnung wann, kommt darauf an, wie schnell wir es schaffen, ich spoil einfach mal nichts, und das wird euch hoffentlich gefallen. Also wir finden es mal sehr cool. Wir freuen schon übelst drauf. Ja. Ich hab mega Bock drauf. Ich denke, euch wird es auch gefallen. Ich freue mich richtig drauf. Es wird richtig cool. Es wird Let's Play um einiges toppen. Wird auch viel, viel interessanter sein als Let's Play und auch in Kooperation mit anderen Leuten. Du hast mir nicht im Ernst alles geklaut, was ich hab, oder? Doch. Nein, hab ich nicht. Ich hab einfach kein Eisen mehr. Also wirklich gar keins mehr. Da habe ich ein bisschen was von gebraucht. Meine Rüstung ist fast kaputt gegangen. Ja, der Wither ist echt stark. Könnte ich vielleicht so 3 Eisen haben? Für so eine Spitzhacke? Als Spender? Ja, also irgendwas bräuchte ich vielleicht. 4. Oh, danke. Hey, bekomme ich dein Sharpness 2, Knockback 1, Eisenschwert? Ja, ja. Geil, danke. Kannst auch das hier haben, das Looting-Schwert kannst du eigentlich haben, falls du Bock hast, mit Looting zu schlagen. Ja. Ich würde es aufbewahren, okay. Falls wir das nochmal irgendwann brauchen sollten. Ja, und schreibt mal, schreibt dann, ob wir uns nochmal wiederbeleben können oder halt nicht und danach ganz vorbei sind, weil dann man das Anschlussprojekt, ein neues Projekt machen kann. Genau, schreibt. Oder ob das jetzt unendlich weitergehen soll. Also.
Ja. Oder was heißt unendlich? Es kann irgendwann Schluss sein, falls jemand gegen den Wither verkackt und stirbt, aber. Genau. Stimmt, das wäre voll bitter. Das wäre echt bitter, ja. Ich muss jetzt erstmal die Scheiße, die du in meinem Haus gebaut hast, die abbauen. Ja, ich bin auch einmal gestorben. Ah, genau. Das wissen die gar nicht. Im Nether, weil ich die Sachen holen wollte. Da bin ich hochgelaufen und dann bin ich runtergefallen. Ja. Ein armseliger Tod. Ja. Deswegen habe ich auch 4 Tote. Also ich bin auch direkt von 5 Toten. Deswegen habe ich es auch gemeint. Weil noch einmal sterben ist jetzt vielleicht vorbei. Da halt nicht, weil es halt bei mir dann 5 Tote wären. Ja. Ich habe gerade voll keinen Plan, was ich machen soll. Wo soll der Nether Star eigentlich hin? Genau, lass doch so einen Friedhof bauen, oder? Ort. Lass es jetzt machen, oder? Okay, ja, machen wir. Lass einen coolen Friedhof bauen. So, hast du noch, hast du noch, hier, wie heißen die Dinger? Steinmauern? Genau. Hast du noch? Ich weiß nicht, ob ich gerade noch habe, aber ich kann noch welche craften. Ich habe hier wieder sehr, sehr viel Cobblestone. Ach stimmt, du warst ja durch Farmen. Durch das Farmen von einem halben Stack Diamanten. Ich habe noch 10 Diamanten über sogar. Okay. Und ich habe noch ein paar Ruhe. Krass. Ruhe. Kann ich mir deine Rüstung ausleihen? Da ist noch Erz. Kann ich mir deine Rüstung ausleihen? Okay. Danke. Damit ich nicht draufgehe, wenn ich jetzt... machen? Ich will was holen. Und wenn ich... Da bin ich nämlich letztens gestorben. Das war mein vorletzter Tod gewesen. Den habe ich nicht aufgenommen gehabt. Da hinten. Der vom Haus runterfallen oder was war's? Nee, das war der vorvorletzte. Nee, ich meine so, den, okay. Wo ich ganz weit weggelaufen bin. Und zwar will ich ein bisschen Mossy-Cobblestone holen. Damit ich Grabzeug, ne? So, und hier sind wir wieder. Ich habe inzwischen hier Mossy Cobblestone gefarmt. Ah, ne, ist halt nur Moss. Ach, egal. Mossstone. Egal. Habe ich gefarmt. Und ich habe mir schmerzhaft das Teil aus meinem Finger entfernt. Und wir haben auch schon das Denkmal gebaut. Ist zwar nicht so schön geworden, aber wir wollten einfach jetzt irgendwas dahin klatschen. Deswegen haben wir es gemacht. Und tada! Ich find's eigentlich gar nicht so hässlich, oder? Gewidmet der Auferstehung des Kraken Juniors, also mir, und der Nether Star. Wir wollen ihn nicht wegschmeißen, weil es irgendwie zu schade wäre, deswegen haben wir ihn hier aufgehangen. Genau. Ja, und wir haben den Wither besiegt, also den. Und ich würde sagen, das war's dann von dieser Folge. Hast du noch was zu sagen, Finn? Schreibt nochmal in die Kommentare, wie wir es jetzt machen sollen, ob wir uns unendlich lang wiederbeleben dürfen oder ob dann bald Schluss ist oder ob ihr überhaupt noch Lust habt, viele Folgen zu sehen oder ob wir uns dann schon in naher Zukunft dem Enderdrachen widmen sollen. Oder ob wir uns einfach immer wieder anders wiederbeleben sollen. Also, es kann man auch machen. Weißt du? Genau. Also wir können verschiedene Challenges oder so. Würde auch gehen. Ja. Also es könnte entweder ein unendlich Projekt werden oder man könnte sagen, das ist jetzt schon bald vorbei oder bis wir ein neues Minecraft-Projekt haben. Also das unendlich ist damit gemeint, dass immer mal wieder Unterbrechungen auch zwischendrin gibt, halt, dass wir es immer wieder so zum Füllen von Tagen benutzen. Ja, genau. Nur momentan hat es jetzt nicht so sehr, sehr viele Klicks, deswegen wissen wir nicht genau, ob es euch gefällt, deswegen die Frage an euch. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie gesagt, und ich würde sagen, das war's von der Folge. Genau, das war's. Oder? Dann. Lasst doch eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.